Zusatz. Nächste Frage stellt der Abgeordnete Gödel, bitte. Ja, guten Morgen, Herr Bundesminister. Heute ist ja jedenfalls ein guter Tag für die Pflege in Österreich. Wir werden dann in den ersten Punkten ausführlich diskutieren und einige wichtige Beschlüsse fassen. Wir werden eben die Gehalts- und Arbeitsbedingungen bei den Pflegeberufen verbessern. Wir werden auch die Ausbildung attraktiver machen mit dem Ausbildungsbeitrag von 600 Euro. Wir bereiten ein Pflegestipendium vor in der Höhe von 1.400 Euro, sodass eben die Ausbildung attraktiver wird. Und wir stärken auch die Pflege zu Hause. Es ist eben ein Angehörigenbonus dann in der Folge vorgesehen und vieles mehr. Und so werden wir also heute wichtige Beschlüsse fassen. Und ich stelle daher jetzt schon die Frage an Sie, Herr Bundesminister, nach diesen Beschlüssen heute, was sind dann die weiteren Schritte in der Pflegereform? Also zunächst bin ich sehr dankbar, dass die Beschlussfassung heute stattfindet und damit auch der Rahmen geschaffen wird, um in die Gänge zu kommen und in die Umsetzung zu kommen. Und deshalb war es mir ein ganz besonderes Anliegen, eben diese Pflegereform vor dem Sommer noch hinzubekommen, um auch dem Nationalrat die Möglichkeit zu geben, durch die Beschlussfassung den Weg frei zu machen. Mein Haus ist intensiv damit beschäftigt, all diese Umsetzungsschritte jetzt auch gemeinsam mit den Ländern einzuleiten. Wir arbeiten an der administrativen Umsetzung. Da sind unverzüglich auch die Gespräche mit den Bundesländern aufgenommen worden, weil ja Zuständigkeit vielfach auch bei den Ländern die Dinge passieren. Wir sind hinsichtlich der 24-Stunden-Betreuung, ist eine Attraktivierung der unselbstständigen Beschäftigung vorgesehen. Ein konkretes Modell wird gerade gemeinsam mit den Sozialpartnern erarbeitet. Ebenso ist eine Adaptierung der 15a-Vereinbarung mit den Ländern vorzunehmen. Wir haben dafür bereits 16 Millionen Euro reserviert, weil es dann eben die Aufteilung der Mittel dort zwischen Bund und Ländern geben wird, muss die Anpassung gemacht werden. Signale aus den Ländern sind durchwegs positiv, also die Bereitschaft dort ist hoch, das auch mitzutragen. Wesentliches Element der Weiterentwicklung Pflegevorsorge wird eine Zielsteuerung sein, entlang des Modells in der Gesundheit. Auch da wurden Vorgespräche mit Ländern, Städtebund und Gemeindebund geführt, die werden fortgesetzt und wir sind auch dabei, die Vorbereitung natürlich für den Finanzausgleich oder Finanzausgleichsverhandlungen zu tätigen. Jede Menge Arbeit, alles im Plan und mit großer Vehemenz in der Umsetzung. Zusatzfrage, der Abgeordnete. Wir wissen, dass etwa 80% der Menschen zu Hause gepflegt werden. Also die Pflege zu Hause ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein im gesamten Konzept der Pflege. Daher auch die Frage an Sie, Herr Minister. Was ist alles geplant, um die Angehörigen und die pflegenden Angehörigen noch besser zu unterstützen? Im Rahmen der Pflegereform sind folgende Maßnahmen zur Unterstützung pflegender Angehörigen durch eine Novelle zum Bundespflegegeldgesetz vorgesehen. Es ist zum einen einmal die Leistung eines Angehörigenbonus in der Höhe von 1.500 Euro jährlich, die Verlängerung der Antragsfrist beim Pflegekarenzgeld, die Zuwendungen für die Inanspruchnahme von Pflegekursen und darüber hinaus sind im Rahmen der Pflegereform natürlich auch Verbesserungen für pflegende Angehörige vorgesehen. Das ist zum Beispiel die Ausweitung der Anzahl von Angehörigengesprächen durch Psychologinnen und Psychologen. Und im Übrigen sollen pflegende Angehörige künftig bereits nach 3 Tagen die Möglichkeit haben, eine finanzielle Zuwendung zu den Kosten der Ersatzpflege zu beantragen, wenn sie aufgrund eben von Urlaub, Krankheit oder sonstigen wichtigen Gründen an der Pflege gehindert sind. Und zu beachten ist auch, dass durch die Erhöhung des Erschwerniszuschlags und durch den Entfall der Anrechnung eines Beitrags von 60 Euro von den erhöhten Familienbeihilfen auf das Pflegegeld insgesamt mehr Geld auch für die Pflege durch Angehörige zur Verfügung steht. Uns ist klar, und das war auch die Absicht, alle Säulen der Pflege ambulant, stationär, zu Hause, 24-Stunden-Betreuung nützen zu müssen, um eine gute Pflege in Österreich sicherzustellen. Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Wimmer. Morgen, Herr Minister. Das von der Regierung groß präsentierte Pflegepaket wird ja heute nur zum Teil umgesetzt. Leider ist dieses Paket auch nicht nachhaltig. Es beinhaltet keinerlei Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, keine Entlastung für pflegende Angehörigen und vor allem keinerlei Ausbau des Leistungsangebotes. Und das wäre dringend notwendig. Das Paket scheint ein Ziel zu verfolgen, dass die Pflege billiger werden soll. Und wie soll jetzt der drohende Pflegekräftemangel behoben werden, wenn der Beruf weiterhin nicht attraktiver wird? Wie soll das funktionieren, wenn Gehaltserhöhungen nur für 2 Jahre bezahlt werden? Und gerade in der Ausbildung
wenn der vorübergehend ausbezahlte Ausbildungsbonus, von dem kann man nicht leben und man ist auch nicht sozial versichert. Ich würde jetzt einmal Ihnen diametral widersprechen wollen aufgrund der Gespräche, die ich mit den Pflegeverbänden hatte in den letzten Wochen, wo es auch darum geht, erstens die Begutachtung einzuordnen und zweitens in die Umsetzung zu kommen. Die sehen das total anders. Die sagen nämlich unisono, dieser Schritt war ganz besonders notwendig, sowohl in der Breite wie auch in der Tiefe. Das Paket ist angekommen, das wird dort auch so gesehen. Die wissen genauso gut wie ich und Sie, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, aber jedenfalls ein wichtiger Schritt, mehr Menschen in Ausbildung zu bekommen, Menschen im Beruf zu halten durch die deutliche Erhöhung auch der Entschädigung, auch durch die zusätzliche Anerkennung der Schwerarbeit, auch in der Nacht. Das ist ein Schritt, der notwendig war und der wirkt auch. Und es ist auch belegt an den Nachfragezahlen, was die Ausbildung angeht. Das ist ein attraktives Modell, das nachgefragt wird und das seine Wirkung entfalten wird. Unbestritten ist, um mehr Menschen in die Pflege zu bekommen, wird es weitere Anstrengungen brauchen, und zwar auf allen Ebenen. Wir haben eine Arbeitskräftekonkurrenz mittlerweile am Markt, nicht nur in den Gesundheits- und Pflegeberufen, die es notwendig machen wird, dort alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Und das heißt, ich sage es an dieser Stelle auch, wir werden auch Pflegekräfte aus dem Ausland brauchen, um dort in Zukunft die Pflege sicherstellen zu können.